So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir uns mit unseren Gefährten unterhalten und wir sind nun ein offizielles Mitglied der Gefährten, sodass wir nun wieder die 5 Gefährten sind. Wer hätte es jetzt erwartet? Ich nicht. Und ja, wir haben dann natürlich schon vorab die Ebeneverschmelzung aufhalten können, was natürlich die Voraussetzung jetzt dafür gewesen ist, dass wir diese Quest jetzt annehmen können. Und ich würde sagen, wir lassen uns nicht so viel Zeit, sondern nehmen das gleich in Angriff. Eure Taten sind nichts anderes als legendär. Da die Ebenenverschmelzung nun ein Ende gefunden hat, wird Tamriel vielleicht fortbestehen. Vielleicht. Jetzt ist die Zeit gekommen, um sich Molag Bal zu stellen und eure Seele zurückzufordern. Und was soll ich dafür tun? Ihr müsst die 5 Gefährten in diese letzte Schlacht führen. Wir, und zwar wir alle, sind bereit, unser Leben zu opfern, um diese Sache zu Ende zu bringen. Unser Plan sieht vor, dass wir das Amulett der Könige einsetzen, um euch mit genug Macht zu erfüllen, damit ihr es mit einem Daedra-Fürsten aufnehmen könnt. Was wird mich erwarten? Ohne jeden Zweifel hat der Gott der Intrigen seine mächtigsten Diener um sich geschart. Doch sein Hochmut wird für seinen Untergang sorgen. Womöglich betrachtet er euch nicht einmal als Bedrohung. Na doch, wir werden schon uns alle Mühe geben, dafür zu sorgen, dass sich diese Einschätzung als katastrophal falsch erweist. Na gut, von mir aus kann es losgehen. Betreten wir mal unsere zweite Heimat namens Kaltehafen. Herzenskummer. Molag Bal ist ein makaberer Palast, dient ihm sowohl als Festung als auch als Tempel an sich selbst. Es gibt in Kaltehafen keinen gefürchteteren Ort. Herzenskummer. Ach ja, er hat bestimmt noch eine romantische Art, der Molag Bal. Und wenn er solch einen Namen gibt. Ich werde mich nie an diesen Ort gewöhnen. Kommt her, Entseelte. Die Zeit ist gekommen. Hört auf, euch selbst zu hinterfragen. Und hört auf, eure Entschlossenheit zu hinterfragen. Fasst euch ein Herz und tut es einfach. Ihr seid bereit. Was meint ihr? Das ist er. Das ist der verdammte Anfang vom Ende. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wäre es anders. Oder zu behaupten, wir wären nicht bereit dafür. Diese Herausforderung wird nicht warten. Könnt ihr tun, was getan werden muss? Koste es, was es wolle? Ganz gleich, wie viel Trauer es euch auch bringen wird? Molag Bal hat meine Seele. Habe ich eine Wahl? Es gibt immer eine Wahl. Aber ihr werdet euch nicht aussuchen können, was wahr ist. Ihr werdet euch nur aussuchen können, was ihr tun werdet. Müsst ihr noch einmal daran erinnert werden, was vor uns liegt? Ich weiß, was wir tun müssen. Dann machen wir uns ans Werk. Wir dürfen ja eh nicht warten. Wir können nicht warten. So, die 5 Gefährten. In ihrer letzten Schlacht. Mal schauen, ob wir dann am Ende auf noch 5 bleiben. Das ist wahrscheinlich nicht, weil wir müssen so oder so einen opfern. Und da haben wir schon wieder Verführerinnen, Nachtklinge. Und da haben wir noch einen wundervollen Titanen. So wie es erscheint. Ja. Leitförde machen können. Hallo, Molag Bal. Eigentlich würde ich mir jetzt irgendwelche Spitzenkommentare von Abnotar freuen, die Situation ein bisschen auflockern. Ah, wundervolle Dekoration. Ganz, ganz heimisch, da fühle ich mich glatt willkommen. Dieser Ort vibriert vor Schmerz und Leid. Hier muss Molag Bal diejenigen foltern, die ihn verärgern. Da wartet sogar schon ein Titan auf uns. Yeah.
wieder unfair. Was macht man nicht. Auch nicht. Ja, genau. Danke, Saisa. Ihr seid ihr gekommen, um euch an meiner Pein zu ergötzen? Ja. Oder ist euer Erschein hier ein Teil davon? Manni Marco, ihr seid noch am Leben. Ich bin weder lebendig noch tot. Ich bin in einer Fontäne aus Asche und Galle und wirbelnden Dämpfen gefangen. Meine Ohren sind taub vom Kreischen tausender kratzender Nägel. Und der Schmerz kennt kein Ende. Warum hätte ich Mulak Bal hier fest? Ich bin sein Spielzeug und ein abschreckendes Beispiel für all jene, die sich ihm in den Weg stellen wollen. Mein Plan war makellos. Meine Intrigen waren perfekt ausgeführt. Ich wäre ein Gott geworden, wenn ihr nicht gewesen wärt. Tut mir leid. Mein einziger Trost ist das Wissen, dass ihr diesen Schmerz schon bald am eigenen Leib erfahren werdet. Ich bin hier, um ihn zu besiegen, um meine Seele zurückzubekommen. Hochmütiges, anmaßendes, selbstsüchtiges Geschwätz. Dieser falsche Klunker ist nichts im Vergleich zur Macht des Meisters. Ich gehe davon aus, euch schon bald wiederzusehen. Für den Rest der Ewigkeit wird meine einzige Freude darin bestehen, euren gequälten Schreien zu lauschen. Ich könnte euch befreien, wenn ihr das wünscht. Nach allem, was vorgefallen ist, ich habe euch getötet, ihr Hohlkopf. Ja, ich sah auch, zu, sind doch quitt. Wie euer Leben flackerte und erlosch wie eine Kerzenflamme in einem tobenden Sturm. Meine untoten Diener tranken euer Blut und ich belebte eure Leiche wieder. Hier. Verhöhnt mich also nicht mit solchen Scherzen. So sei es. Mami Marco. Wollen wir? Er war ein hinterhältiger Heuchler mit einem Gottheitswahn. Wollen wir? Er hat genau das bekommen, was er verdient hat. Wollen wir? Tatsächlich freigelassen? Dumme ja. Narren! Nö. Kommende Generationen werden für eure Schwäche zahlen! Seid ihr verrückt? Ja. Dieser Wurm hat eure Gnade nicht verdient! Ja, aber... Warum habe ich das Gefühl, dass wir das bereuen werden? Wir werden das nicht bereuen, Juris. Ich habe hier eine richtige Entscheidung getroffen. Was sagt Waren dazu? Hier sind wir nun also, NC. Das sagt gar nichts dazu, okay. Würde mich mal interessieren, ob wir da Manni Marco jemals wiedersehen werden. Irgendwann mal in irgendeinem anderen DLC. Wenn wir den befreit haben. Vielleicht wird er ja auch gut. Ich meine, Philco Orktranne, der hat sich ja auch eigentlich zu dem Bösen verschrieben und hat ja dann, ja gut, mehr oder weniger. Ich bin gerade falsch gelaufen. Mehr oder weniger. Hab mich schon gerade gewundert, sieht ja alles so gleich aus. Und hat ja dann mehr oder weniger dann so sich eingestanden, dass er ja nicht ganz richtig gehandelt hat. Außerdem, wenn hier jemand stirbt, brauchen wir noch einen fünften, von daher, ne? Das hat schon alles Hand und Fuß, was ich hier gemacht habe. Ich bereue nichts, gar nichts. Und mal gucken, ob wir jemals wieder auf ihn treffen werden. Und ich gehe mal davon aus, selbst wenn wir den jetzt nicht mehr, selbst wenn wir den jetzt einfach da gelassen hätten, dann hätten wir den bestimmt dann irgendwann trotzdem wieder gesehen, weil er dann einfach von Mulak Bal vielleicht befreit wurde, weil er vielleicht irgendwann Mulak Bal ist hier. Ich kann seine Anwesenheit spüren. Seinen verfaulten Atem im Wind. Hey. Was ist das denn, bitte schön? So, ich anfühle. Stell. Ich kann mir jetzt nicht seinen Atem vorstellen. Ich kann seinen Atem sogar riechen. Das ist doch ekelhaft. Meine Güte, warum gibt es denn so viele Dietriche hier? Ah, dieser Ort sollte für unsere Zwecke genügen. Versammeln wir uns und bereiten das Ritual vor. Was denkt ihr, war dieser Ort? Eine Art Tempel. Die dunklen Anker haben ihn vielleicht nach Kalthafen geholt. Oder er wurde von den Daedra erschaffen, um die Göttlichen zu verhöhnen. Also von der Aschichik. Ist das wichtig? Wir können nicht länger warten. Wir müssen das Ritual durchführen. Entseelte, es wird Zeit, dass ihr eure Entscheidung trefft.
Ja, das sollte dich genug sein, glaube ich. Seid ihr gewappnet? Waren Sai und Jurist sind alle bereit, ihr Leben zu geben. Das überrascht keinen mehr als mich. Sie sind bereit, sich selbst zu opfern, um die Welt zu retten. Und doch werden sie nie ein Wort des Dankes dafür hören. Das ist traurig. Schon komisch, dass ein so selbstsüchtiger Mann so etwas sagt, nicht wahr? Ich sollte vorsichtig sein, dass ich daraus nicht noch etwas lerne. Ja, seid bloß vorsichtig. Wie kann ich diese Entscheidung treffen? Ich habe keine Ahnung. Sprecht mit ihnen. Lasst euch von ihren eigenen Worten überzeugen. Doch sobald die Entscheidung getroffen wurde, führt kein Weg mehr zurück. Das Ernten einer frischen Seele wird zwangsläufig Molag Bals Aufmerksamkeit auf uns lenken. Diese Gelegenheit müsst ihr nutzen, um ihn niederzustrecken. Gibt es keinen anderen Ausweg? Darüber haben wir doch schon gesprochen. Ihr müsst von göttlicher Macht erfüllt werden, um auch nur daran denken zu können, einen Daedra-Fürsten herauszufordern. Das Amulett der Könige kann euch diese Macht gewähren, wenn auch nur zum Preis eines Lebens. Mit welcher Art von Macht die mir übertragen wird, kann ich rechnen? Das Amulett der Könige ist ein Relikt Akatoshs, des Drachengottes der Zeit. Seine Kräfte verkörpern Standhaftigkeit sowie Unbesiegbarkeit und fördern zugleich die Tugenden des Pflichtbewusstseins, der Diensttreue und des Gehorsams. Macht euch selbst einen Reim darauf. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen haben. Aber ich werde mich einfach nur auf Waren jetzt hier konzentrieren. Vergesst nicht, Entseelte. Wir kämpfen für unser Volk. Wir kämpfen für Tamriel. Man kann das Böse eine Weile im Zaum halten, aber man kann es nie ganz auslöschen. Doch es ist wichtig, dass wir ihm Widerstand leisten, dass wir weiterkämpfen und uns zur Wehr setzen. Was steht in den Schriftrollen der Alten über diesen Moment? Nur sehr wenig. Die Schriftrollen sehen vieles voraus, sogar mögliche Zukünfte. Aber sie sind nicht unfehlbar und sie werden euch diese Entscheidung nicht abnehmen. Man kann kein Meer überqueren, indem man am Ufer verharrt und über das Wasser nachdenkt. Seid stark, Entseelte, und handelt. Was geschieht, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Es gibt keine Entscheidung, die sicheren Erfolg verspricht. Es gibt nur eine Auswahl an Entscheidungen. Das Reich des Vergessens hat mich nicht in ein Monster verwandelt. Es hat mir nur meine Befürchtungen über mich selbst bestätigt. Es wäre nur passend und noch dazu ehrenvoll, wenn ihr mich auswählen würdet. Es wäre ein guter Tod. Nun gut, ich wähle euch aus, Waren. Stellt euch dort drüben hin, Entseelte, und wappnet euch. Ach, hier. Wir werden euch oder euer Opfer niemals vergessen, Herr. Großer Akatosh, Drachengott der Zeit, vergebt mir meine Selbstüberschätzung. Gewährt eure göttliche Macht der Entseelten. Und stellt euren Schutz über Tamriel wieder her, damit mein Opfer nicht umsonst war. Die Geschichte gedenkt vielleicht nicht eures Opfers, aber die Anwesenden hier werden es nicht vergessen. Göttliche Tamriels, mit diesem Behältnis eurer Macht, dem Amulett der Könige, rufe ich eure Kraft an. Lasst dieses edle Opfer ein Zeugnis unseres Verlangens sein, die Dinge zu richten und das Gleichgewicht im Mundus wiederherzustellen. Euer Champion steht bereit. Nehmt dieses Opfer an und erfüllt diese Entseelte mit eurem Glanz. Widersetzt euch dem Willen Molag Bals. Entseelte, los! Steigt den Pfad hinauf! Stellt euch dem dädrischen Fürsten! Ihr müsst dem Gott der Intrigen allein gegenübertreten. Ich werde die anderen in Sicherheit bringen. Geht! Also das nenne ich mal eine ordentliche Rüstung. Seid ihr des Wahnsinns? Haltet nicht inne, um mit mir zu plaudern, sondern schafft euch da hoch! Okay, gut. Entschuldigung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich diese wundervolle Rüstung bekomme. Kann ich diese Fähigkeiten für immer haben? Die sind relativ cool. Eure ständige Einmischung ist zu Ende. Helden. Das ist ja cool. Jetzt habe ich ja komplett vergessen, dass ich jetzt diese Riesenkraft kriege. Das ist halt richtig cool. Richtig cool. So muss das sein. Was ist das für eine Torheit?
mein Freund. Ist euer sterblicher Verstand übergeschnappt? Nein. Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich besiegen? Nicht besiegen, aber zumindest für eine. Die dunklen Machtschaften des Reichs des Vergessens sind weit komplexer als alles, was sterbliche Sinne erfasst. Bin ich ja wirklich gespannt. Der Kampf mit Mulakba, wie es ja aussehen wird, weil daran kann ich mich jetzt auch nicht wirklich erinnern. Das ist halt schon extrem cool. Ich meine, so die Rüstungen und Cola sind nicht ganz so mein Geschmack. Ich meine, ich habe das nicht beschwert bei ein paar Lumpen, die ich immer anhabe. Eure Qual wird legendär sein. Selbst das Reich des Fuchs. Wir können jetzt wenigstens ganz viele Kriegerwelt sammeln. Mit einem Treffer sind nämlich weg vom Fenster. Was ist das jetzt hier? Dietricher Strahl. Ich kann es ehrlich sagen, sowas hätte ich mir für die Magiergilde gewünscht, dass man irgendwann die Möglichkeit hat, indem man 30 Millionen Stunden damit verbringt, solche Fertigkeiten zu erlernen, weil das ist halt mega. Ja, dann hat man halt nur die Möglichkeit, an ausgewählten Orten diese Fähigkeiten anzuwenden, aber das wäre halt schon mega. Sorgt ihr euch nicht um eure eigene Existenz? Nein, guck mal, der Monat passiert doch, dass ich einfach nicht ganz okay bin und dann... Ich habe trotzdem noch solche Sachen. Ja, ne, der... Ich habe mich doch ganz intensiv mit seinen blassen Augen an. Muss doch mitbekommen, dass hier seine ganzen dietrischen Freunde hier kann ich nicht gut verstehen. Ich einfach nicht so viel. So. Nicht die ganze Zeit zu, wie hier meine ganzen Leute niedergestreckt werden von so einer einzelnen Person, sondern unterstützt die und haut damit meine übelsten Kräften die weg. So, hätte ich mir das vorgestellt. So, guck mal, jetzt wartet er die ganze Zeit auf mich. Ich bin ein Gott aus dem Reich des Vergessens. Ihr seid weniger als nichts. Waren es noch ein paar Steine. Das sieht schon extrem friedlich aus. So entspannt, wie die jetzt hochschweben. Und jetzt ist es wieder da. Oh, und jetzt sind die weg. Oh. Und nun? Hallo? Global? Ich musste sich auch gerade ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass ich dem jetzt nicht voll in den Hintern treten werde. Bezwingt Mulakbal, ja. Ich glaube, ich kann gar nicht hochgehen, oder? Warte mal, wir gucken so kurz hier oben. Weil ich glaube, ich hatte da beim ersten Mal auch Probleme. Also entweder hat sich das gerade wundervoll verbuggt oder ich muss irgendwo hingehen. Weil hier steht ja auch nicht höher da.
hier bin ich ja gekommen. Ich bin ein Gott aus dem Reich des Vergessens. Eure ständige Einmischung ist zu Ende, Helden von Tamriel. Jo. Und? Was machen wir jetzt hier weiter hier? Wo ist denn jetzt hier der ewige Endbosskampf? Geh ich nochmal hier hin? Ich das jetzt nochmal. Ich bin ein Gott aus dem Reich des Vergessens. Ihr seid weniger als nichts. Durch das doppelt verneint ist. Deswegen bin ich wieder etwas. Erbärmliches, ätrisches Stück kann mich nicht besiegen. Hey. Ich bin Olaf Barsch, ja, ich bin Herr der Unterwerfung. Also ich bin die demente Morgen, Siegerin der Magiergilde und der Kriegergilde. Was ist Tamriel. Kind, denkt ihr, euer Spielzeug kann einen Gott töten? Ja. Nicht unbedingt töten, weil ich weiß, keine richtige Töten, sondern verbannen, nicht unbedingt, aber ich bin immer so eure Fehler nach. Euer Verstand ist mir entblößt. Ich kann eure Angst schmecken. Ihr seid fruchtbarer Boden für die Samen der ewigen Qual. Würdet ihr gerade? Also nicht in diesem Ton, ne? Also die wollen das hier schon auf schöne Weise machen. Tamriel ist frei. Hallo, Titan. Ja. Tschüssi, Titan. Das war jetzt unfair, damit kann ich nicht mehr. Aber wir haben den ja gleich besiegt. Das Gesicht des Schmerzes. Ja. Die Seelen der Verdammten sind meine Waffen. Ihr werdet Äonen des Leids erfahren. Euer Gesicht sieht auch sehr schmerzhaft aus. So. Tretet vor, Entseelte. Im Moment seid ihr sicher. Etwas für euch Wertvolles wurde aus Steinfeuers Wesen gerissen. Ich habe es hergebracht, damit ihr es zurückhaben könnt. Sieht sehr, sehr schön aus mit dieser Korallenwelt und den wundervollen Sternen oben am Himmel. Pseudo-Himmel. Meine Seele. Ich gratuliere euch, kleines Insekt. Euer Stich ist beeindruckend. Ihr habt mich geschlagen und Tausende und Abertausende Seelen zurück in den Mundus entlassen. Für
den Moment wurde eure Welt verschont. Aber mein großer Plan entfaltet sich erst. Hervorragend. Eure Kraft sollte sich in den kommenden Konflikten als nützlich erweisen. Ihr habt euch heute einen großen und schrecklichen Feind gemacht. Der Welt würde es besser gehen, wenn die Ebenenverschmelzung erfolgreich gewesen wäre. Hättet ihr euch vor mir verbeugt und die ewige Dienerschaft akzeptiert, hätte ich euch beschützt. Es gibt schlimmere Meister als mich. Viel schlimmer. Wen zum Beispiel? Ihr seid hier in meinem Bereich nur ein Phantomsteinfeuer. Die sterblichen Prophezeiungen der Schriftrollen wurden erfüllt. Verlasst diesen Ort und kehrt in eure Grube zurück. Ihr habt eine mächtige Verbündete. Wusstet ihr, dass sie euch hier bringen würde? Ich frage mich, welche Rolle sie in dieser großen kosmischen Farce spielen wird. Bah! Eure Einmischung hat mich schon so viel gekostet, verfluchte Kreatur des Lichts und der Flammen. Diese Farce amüsiert mich nicht mehr. Eure Seele wurde wiederhergestellt. Ich kann ihr Licht in euch sehen und ihr habt eure Welt vor einem großen Unheil bewahrt. Doch eines solltet ihr wissen, Sterbliche. Die Mächte des Vergessens sind zahlreich und der Gott der Intrigen ist nur ein Spieler in einem verwirrenden Ringen um die Vorherrschaft. Was ist mit Molagbal geschehen? Ihr habt ihn schwer verwundet. Es wird eine gewisse Zeit dauern, ehe er seine Macht zurückgewinnt. Und wo ist das Amulett der Könige? Als euer Feind fiel, nahm jener, der den Namen Abnur-Tarn trägt, Chim el-Adabal an sich und floh. Er kehrte in das Land zurück, aus dem er kam. Jenen Ort, den ihr Cyrodiil nennt. Er hat das Amulett also mitgenommen? Die Macht des Amuletts ist schon seit mehr als einer Generation aufgebraucht. Der Kaiserliche wird es weder einsetzen, noch irgendeinen Vorteil aus ihm ziehen können. Aber er wird viele ernüchternde Jahre auf den Versuch vergeuden, es dennoch zu tun. Hatten wir denn überhaupt Erfolg? Ist Tamriel jetzt sicher? Der Riss im Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn wurde geschlossen. Eure Welt ist fürs Erste sicher. Was ist mit meinen geopferten Gefährten? Er ist für immer fort. Doch sein Andenken bleibt bestehen. Ich kann sehen, wie das Licht hinter euren Augen hell erstrahlt. Euer Freund ist jetzt ein Teil von euch, ebenso wie die Kraft der Göttlichen, wie eine Flamme in eurer erneuerten Seele brennt. Was ist mit mir? Eure Geschichte hat gerade erst begonnen. Molagbal ist noch nicht fertig mit euch. In vielerlei Hinsicht haben sich die Geschehnisse zu seinem Vorteil entwickelt. Und ihr habt zudem die Aufmerksamkeit der anderen dethrischen Fürsten auf euch gelenkt. Und was soll ich tun? Der Krieg zwischen den Königreichen der Sterblichen verwüstet noch immer eure Welt. Doch eure wahren Feinde sind nicht sterblich. Wenn ihr für die kommenden Zwiste bereit sein wollt, braucht ihr ein umfassendes Verständnis dafür, was hier auf dem Spiel steht. Ihr müsst unter jenen leben, gegen die ihr Krieg führt. Die anderen Allianzen. In der Tat. Wenn ihr nach Tamriel zurückkehrt, dann geht an jenen Ort, den ihr die Zuflucht nennt. Mein Geschenk erwartet euch dort. Es wird euch erlauben, in andere Lande zu reisen und euer wahres Wesen vor jenen zu verbergen, die euch als Feind betrachten würden. Könnt ihr mich denn dorthin schicken? Ich habe ebenso wenig Interesse daran, euch hier zu behalten, wie ihr daran hattet, in Kalthafen zu bleiben. Ich werde euch in euer kleines Versteck in der Wildnis zurückbringen. Dort warten eure überlebenden Gefährten bereits auf euch. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, und damit haben wir die Hauptquest auch abgeschlossen. Das kann ich ehrlich sagen, das ging jetzt eigentlich schneller gedacht als erwartet. Und wir haben den guten Herren, den ihr gerade seht, verloren. Aber, so wie es Mirilia gesagt hat, ist er doch jetzt ein Teil von uns. Kehrt in die Zuflucht zurück. Epilog. Was ist geschehen? Wie sind wir hierher gekommen? Ich erinnere mich daran, dass ich überwältigt wurde. Aber dann... Richtig, das tut mir leid. Ich habe ein wenig Hilfe angefordert, um euch dort rauszuholen. Ich hoffe, dass ich meine Grenzen nicht überschritten habe. Schneelilie. Ich... Ich weiß, Sai. Es ist vorbei. Es ist alles vorbei.
Nun dann, überall glückliche Wendungen. Toll, wer hat den Weinbrand? Wartet, wo ist Tarn? Hat er überlebt? Er ist verschwunden. Er ist weggerannt, glaube ich. Und er hat das Amulett mitgenommen, das ihr Burschen gefunden habt. Ihr werdet mir doch jetzt nicht sentimental, oder? Ich meine, ich habe doch schließlich meinen Ruf, als gefühlskalter Fels zu wahren. Und was machen wir jetzt? Was nun? Für euch scheint es noch mehr zu tun zu geben, für uns. Wir haben schon zu viel gesehen, meine Freundin. Wir haben schon zu viel durchgemacht. Ich glaube, für uns wird es Zeit zu gehen. Wo werdet ihr hingehen? Sai und ich haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, was geschehen würde, falls wir beide überleben. Ich würde gerne mit ihm zurück in die Abtei der Klingen gehen und dort beim Wiederaufbau helfen. Werden wir einander wiedersehen? Vielleicht eines Tages. Es ist ja nicht so, als ob wir vom Antlitz Tamriels verschwinden. Und falls nicht, dann bin ich sicher, dass es einen Platz für euch in Sovngarde gibt. Wenn ihr vor mir dort eintrefft, dann hebt mir einen humpenkühlen Met auf. Lebt wohl, Jüris Titanenkind. Dann trennen sich hier also unsere Wege. Ihr und Jüris geht zurück in die Abtei? Zumindest eine Weile. Dort muss vieles wieder aufgebaut werden und ich schulde es Kasura, ihr die Nachricht vom Sieg persönlich zu überbringen. Schneelilie und ich. Nun, vielleicht haben wir dann endlich etwas Zeit für uns. Werden Titan nicht nachjagen? Zu welchem Zweck? Nein, soll er doch in seine Kaiserstadt zurückkehren. Er hat seine Rolle gespielt und das muss reichen. Groll ist Gift für die Seele. Aber vielleicht nach dem Wiederaufbau der Abtei der Klingen? Ja. Ich habe mich noch nie damit zufrieden gegeben, allzu lange an einem Ort zu bleiben. Das liegt nicht in meiner Natur. Irgendwann werde ich diesen Zwang, mich in Gefahr zu bringen, auch noch überwinden. Wenn ich die Wahl zwischen einem bequemen Leben und dem Abenteuer habe, entscheide ich mich stets für das Abenteuer. Dann begegnen wir uns vielleicht eines Tages auf der Straße wieder. Das würde mir gefallen. Es war mir eine ausgesprochene Ehre, Entseelte. Aber ich schätze, dieser Name ist wohl nicht mehr ganz passend, oder? Ich schätze. Waren wäre stolz auf euch. Ich weiß, dass wir es sind. Lebt wohl, Saisahan. Geht noch nicht fort. Kann ich mit euch sprechen? Natürlich, Kälte, für euch habe ich immer Zeit. Ach, das ist schon wieder ein bisschen traurig, dass wir jetzt hier wieder alle nicht verloren haben, aber dass alle irgendwie dann immer wieder weggehen. Warum muss das alles hier immer so traurig sein? Aber Catwell bleibt immer an meiner Seite. Ich nehme an, ihr seid schon der Herrin Meridia begegnet. Eine reizende Frau, bezaubernd. Wir kommen wunderbar miteinander aus. Während ihr euch da auf euren epischen Streit eingelassen habt, habe ich ihr mal rasch Bescheid gesagt. Ich fragte sie, ob sie bereit wäre, uns auszuhelfen, wenn es allzu schlimm wird. Ihr habt Meridia gebeten, mich aus Kalthafen zu holen? Der Kniff dabei war der richtige Zeitpunkt. Mit jedem Schlag, den dieser dädrische Windbeutel einstecken musste, habt ihr hunderte von Seelen befreit. Eure Seele konnte sie einfangen, ehe sie entschwinden konnte. Ein ziemlich guter Trick war das. Ja, in der Tat. Das ist reizend. Die Welt wurde gerettet. Die Helden gehen getrennter Wege. Und dieser Ritter hat eine neue Herrin, der er dienen kann. Bravo! Ich könnte nicht glücklicher sein. Toll! Wahrlich. Dieser Waren war immer ein guter Kerl, müsst ihr wissen. Auch wenn er zu Beginn die Dinge vermasselt hat. Am Ende hat er sie aber wieder in Ordnung gebracht. Er ist immer noch bei euch, wisst ihr? Ein Teil von euch. Und vielleicht kann er durch euch weiterhin dem Land und den Leuten dienen, für die er sein Leben gegeben hat. Dann ist nun alles gut. Es gibt nur noch eine Sache. Ihr seid es. Hier drüben. Schnell. Ich habe da etwas Aufregendes. Ja. Das ist schon... Was ist das jetzt eigentlich? Ist es nicht von Meridia? Oder ist... Das habe ich bisher noch nicht ganz verstanden, was das so genau darstellen soll. Und ja, am Ende noch die sentimentalen Worte von Catwell. Ja, genau so. Ich stehe jetzt hier voll in Spinnenweben. Genau sowas brauche ich. Aber ja, damit haben wir unsere Seele wieder bekommen, haben Monarch eins auf den Knüppel gegeben. Und jetzt darf er sich in seiner Schämtisch-Ecke über seine Taten nachdenken und vielleicht einen neuen Plan schmieden, der vielleicht doch ein bisschen ausgekügelter ist. Und ja, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und
daran, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden, wenn wir mit unserem guten, alten, treuen Freund Kätwe reden werden und ja, herausfinden, was er denn von uns möchte. Denn in diesem Sinne ist ja die Hauptquest und der Ebenherzpakt beendet. Und ich bin ganz gespannt, was dieser wundervolle Ritter für uns bereithält.